Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Carnivore Box von Body Count. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Carnivore von Body Count, das Ganze am 6. März erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rap. Jawohl, es ist das 7. Album der Band Body Count. Wir haben hier einmal einen Sticker und zwar lesen wir hier Body Count Carnivore Ice-T and his band take rap metal to the next level on their 7th album. Limited Deluxe 2 CD Box Set with 3 Bonus Tracks, Bonus Disc with Instrumentals, inclusive a Beanie, a Metallic Pin and a Poster. Okay, also all das ist hier mit dabei. Als erstes werden wir mal die Folie abmachen. Einmal einstechen. So. Und dann schauen wir mal hinein. So, wir haben hier eine weiße Box. Hier oben lesen wir den Namen der Band. Hier unten den Albumtitel. Carnivore, das kommt aus dem Lateinischen und heißt auf Deutsch so viel wie Fleischfresser. Und jede Menge Fleisch gibt es hier auch zu sehen. Also wir haben hier eine Gestalt und in der Gestalt spielt sich hier einiges ab. Also in der rechten Hand haben wir hier einen Schlagring, in der linken Hand eine Pistole. Hier unten sehen wir auch noch so die Füße und eine ziemlich breite Brust. Und in dieser Brust haben wir unter anderem hier so aus dem Herz führend diverse Straßen, sieht so aus wie eine Autobahn, eine Stadt, Palmen und hier in diesem geöffneten Maul dann auch noch eine Skyline und hier oben die Cap. Was haben wir hier? Sieht so aus wie irgendwelche Mauern mit Stacheldraht. Also sehr viel Detailarbeit hier in dem eigentlichen Cover versteckt. Body Count Carnivore. Ebenso, also rundum gestaltet. Dann haben wir hier auf der Rückseite mal die Tracklist. Und zwar haben wir hier insgesamt 13 Tracks an der Zahl. Dann haben wir hier noch die Infos zur CD2. Hier haben wir die Instrumentals. Auch nochmal 10 Stück. Okay. Ja, das sind die Bandmitglieder der Band Body Count, dann haben wir noch die Beteiligten und einen Barcode. Also selbst wenn man die Band nicht kennt, zumindest den Herrn hier in der Mitte, sollte man kennen, Ice-T. So, die Band ist auch schon etwas länger im Geschäft und zwar seit 1990 gegründet. Sprich, mit diesem Album haben sie auch mehr oder weniger ihr 30-jähriges Jubiläum. So, was haben wir hier? Einmal die Mütze, also Beanie. Dann haben wir das Album an sich. Diesen Pin, diesen Anstecker. Das Poster. Die Instrumentals zum Album. Und dann haben wir noch so einen Infoflyer. New in 2020. Okay, also das sind weitere Sachen, weitere Releases. Kann man sich alles ansehen. Das ist alles von dem Label hier. Century Media. Jawohl. Gut, von Indie Box in Weiß. Dann packen wir das Ganze mal zur Seite. Und nachdem hier bis auf den Pin wirklich nichts mehr in Folie ist, holen wir den mal raus. So. Und dann starten wir natürlich mit dem Album. An sich, so sieht das aus. Artwork kennen wir ja schon vom Boxcover. Hier wieder diese Gestalt, komplett hier aus Fleisch. Body Count Carnivore. Und auf der Rückseite ebenso wie auch die Boxrückseite gestaltet. Also wir haben hier die Tracklist. Wir haben auch dabei Features. Und zwar haben wir hier ein Feature von, es ist leider sehr, sehr klein gedruckt, Riley Gale, wenn ich das hier richtig lese. Dann Jamie Yasta und einmal Amy Lee. Okay. Und wir haben hier dann noch Track 12 und Track 13 sind hier dann noch
Live-Varianten. Also einmal live in Australien 2017 und das letzte Black Hoodie auch noch live in Australien 2017. Okay, dann schauen wir mal ins Innenleben. So sieht das aus. Wir haben hier ein Digipack und auch hier alles so in Fleisch und Stadtdesign. Also hier Fabriken, Straßen und Fleisch gehen hier ineinander über. Das Booklet sieht so aus. Also auch hier wieder alles in diesem Design. Ich glaube, das war hier das Maul. Ja, genau. Also hier das offene Maul haben wir jetzt etwas näher. Dann haben wir die ersten Tracks inklusive Lyrics. So sieht das aus. Wunderbar. Also hier kann man alles mitlesen, nachlesen, Wort für Wort. So. Dann haben wir hier am Ende noch die Infos zu den einzelnen Tracks, die Beteiligten, die Credits. Und dann haben wir hier auch noch Danksagungen bzw. Grüße. Jawohl. Booklet packen wir wieder rein. Sogar hier die Innentasche, links und rechts, sieht man das, ist designed. Also heftige Detailarbeit. Die CD an sich sieht dann so aus. Und dann packen wir die wieder rein. Also das ist auf jeden Fall das Panorama. So, dann kommen wir zu den Instrumentals. Die kommen hier in einer schlichten Papphülle. CD-Cover ident, nur eben der Zusatz hier unten, Instrumentals. Auch hier wieder die Trackliste, in diesem Fall eben 10 Stück. So sieht das aus. Wie gesagt, Papphülle. So, dann haben wir mit dabei ein Poster. Ein kleines Poster, also es ist wie so ein kleines Booklet-Poster, quadratisch. Einmal hier das Albumcover, das Artwork. Und auf der Rückseite, die Rückseite des Albums, die 7 Herrschaften hier nebeneinander. Wunderbar. So, also Poster beidseitig bedruckt, quadratisch. Dann haben wir hier diesen Metallpin. Hier lesen wir auch wieder den Namen der Band, Body Count in Silber und Schwarz. Und auf der Rückseite haben wir 2 Pins. Also nachdem das ja ein bisschen gewichtiger ist und etwas breiter, hat man sich hier entschieden, 2 Nadeln zu nehmen. So sieht das aus. Man kann hier dann die Schutzkappe, so wie ich gerade, abnehmen. Dann irgendwo anstecken. An seine Kleidung. Wo auch immer man möchte. Dann macht man das hier auf der anderen Seite wieder zu. Dann hält das. Und dann kann man hier die Band repräsentieren. So, und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch hier eine Kopfbedeckung, diese Mütze. Die kommt hier in Schwarz. Auf der vorderen Seite haben wir so einen Aufnäher, Body Count hier zu lesen. Ansonsten komplett in Schwarz. Dann haben wir einen Anhänger, was lesen wir hier? Beachfield Original Headwear. Das kennen wir aus Deutschrap-Boxen, diese Marke, Beachfield. Dann schauen wir mal hinein. So, wir haben es genau zu tun mit Beachfield, das wissen wir. Und wo haben wir es? Ein B45 Beachfield Brands United Kingdom, 100% Acryl. Und das Ganze ist, hier steht's, Made in China. Grüße gehen raus. So. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Mütze hier in Schwarz mit dem Aufnäher vorne. Dann haben wir das Poster beidseitig bedruckt, jeweils quadratisch. Dann haben wir die Instrumentals zum Album hier in der Papphülle, 10 Stück an der Zahl. Den Metallpin, den Anstecker hier. So wie natürlich das Album an sich mit 13 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren
Box Carnivore von Body Count. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Body Count unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.